Also liebe Gemeinde, wir melden uns jetzt hier gerade live aus der Kabine des FC Ergolding. Gestern angereist, aus dem Süden Deutschlands. Und die Jungs schlagen sich hier nicht schlecht, die sorgen auf jeden Fall für Aufsehen. Und wir haben zuallererst unseren Kapitän des FC Ergolding am Mikrofon. Erstmal, willst du dich mal kurz vorstellen? Servus erstmal. Ich bin der Treimer Daniel, Spitzname Timex. ich bin Kapitän seit dem Jahr in Ergolding. Sagen wir zwar, seitdem, dass ich Kapitän bin, nicht mehr so erfolgreich, aber. Wenigstens merkst du es. Wenigstens merke es und ich werde mein Bestes tun, dass wir besser werden wie jetzt. Jawohl! Alles klar, dann wie seid ihr denn gestern? Hattet ihr eine gute Anreise? Seid ihr denn gut hergekommen? Wir sind mit einem Bus gefahren vom FC Ergolding also, und mit einem Privatauto. Ja, der kann kein Hochdeutsch. Guck mal Hochdeutsch. Jetzt geht lauter. Ja, redet egal. Einmal lauter. Lauter und Süddeutsch. Ja, wir sind vom Süden aus angereist mit dem FC Ergolding Bus und mit einem Privatauto. Wo ist eigentlich der Fahrer? Und zwei sind geflogen. Und zwei sind natürlich geflogen, weil die natürlich Arbeit haben müssen. Die Etipetete, das ist die. Ich kann mal sagen, es sind die Reichleute hier so eine. Und jetzt haben wir natürlich schon, das Turnier ist natürlich jetzt ein bisschen fortgeschritten, sag ich mal. Und wie ist denn so die Stimmung in der Mannschaft und wie ist denn so die Situation gerade bei euch? Ja, unsere Stimmung ist natürlich überragend. Super! Einziges Problem ist, dass mittlerweile kaum noch jemand geht. Aber ich meine, also das Mindestziel für uns ist natürlich Finale, Jungs, oder? Ja, 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 ja. Ist alles und ja. Wenn noch mehr geht. Das ist ja mal eine Ansage, sag ich mal. Jetzt haben wir natürlich noch unseren Knobelkönig hier zu meiner Rechten. Wie ist denn deine Einschätzung heute zum Turnier und wie sieht es denn so heute Abend aus? Was wollt ihr denn heute Abend noch so von Hamburg sehen? Ich meine, ihr habt ja gestern schon eine kleine Hafenrundfahrt gemacht. Eine Mannschaft verloren. Habt einen Mann verloren, wie ich vorhin mitgekriegt habe. Was geht heute Abend noch bei euch? Ja, wir wollen auf alle Fälle mal in die Hamburger Innenstadt angucken. Ja, laber nicht, da geht's voll ab heute! Ja, ja, ist gut raus. Ja. Nee, mal gucken, wir werden vom Neuhofer Flo leiten lassen, dass er uns da mal in die Hamburger Nachtszene einführt und dann wird vielleicht ein, zwei Astra getrunken. Oder mehr. Ja, ist dann aber gut. Oder auch 20, ist ja aber das ist dann aber optional. Also gegen zwei wollen wir dann wieder ins Bett gehen. Ja, genau, so ist der Plan. Lügt doch die Leute nicht so an. Spätestens 12 Uhr Mittag müssen wir wieder in der Pension sein. So, ich interviewe jetzt mal ganz kurz unseren Keeper. Oh Gott. Flo, ja. Wie findest du denn, dass alle Jungs hier sind? Immer so eine kleine Gemütslage. Ja, ich bin natürlich begeistert, dass die Jungs die weite Strecke auf sich genommen haben. Und auch mit dem besten Personal eigentlich gekommen sind, das momentan vorhanden ist, Verletzungen urlaubsbedingt. Und die Jungs haben tief gestapelt, aber ich kenne die Jungs sehr gut, jahrelang mit ihnen gespielt und ich wusste, die werden eine tragende Rolle beim Turnier spielen und ich meine, 4 Spiele, 10 Punkte, souverän eigentlich. Da ist noch einiges drin und nicht nur im Turnier, sondern auch heute Abend, glaube ich, gehen die Jungs ordentlich Gas und wie gesagt, der Knobelkönig hat es gerade gesagt, bis spätestens 12 müssen wir in der Pension sein, wird auch angepeiltes Ziel. Okay, heute Abend, da stehst du noch 5-3. Ja, ich würde sagen, liebe Leute, da ist natürlich ein grandioser Abend vorprogrammiert. Nicht nur nach dem Turnier, sondern auch in der dritten Halbzeit auf dem Hamburger Kiez. Wir können das ja auch ich bedanke mich natürlich jetzt recht herzlich, dass der FC Ergolding sich bereit erklärt hat, hier das Interview mit uns zu führen. FC Rosengarten TV dankt dem FC Ergolding und wir beenden das damit und wünschen allen noch einen schönen Abend. Wir hoffen, da